Und wir haben heute den Frank als neuen Vorsitzenden des Milchsports hier. Er wird uns was dazu sagen. Frank, ich darf dir nur eine Bitte mitgeben. Mach es kurz. Wir haben noch ein dickes Rednerprogramm und es muss weitergehen. Das mache ich gerne. Vielen Dank. Vorweg möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin seit Anfang dieses Jahres neuer Vorsitzender vom Milchsport. Ich komme aus dem Osten der Republik, aus Sachsen-Anhalt. Dort, wo der Durchschnittsbetrieb weit über 200 Kühe hat und dort, wo die Milchviehbetriebe und die Milchmengenproduktion zurückgeht. Das ist der Hintergrund, aus dem ich komme. Und im Milchsport kämpfen wir dafür, dass wir nicht nur kostendeckende Preise haben, sondern gewinnbringende Preise. Und dass das nur auf europäischer Ebene geht, das wurde hier schon mehrfach gesagt. Und das Treffen hier heute zeigt auch, dass wir Bauern gewillt sind, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und die Verantwortung, die liegt aber nicht nur allein bei uns Bauern, sondern sie ist breit gefächert. Zum einen haben auch die Politiker eine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das, was wir Bauern als Teil der Gesellschaft und auch die Gesellschaft wollen, dass wir das überhaupt umsetzen können. Weil das spricht uns aus dem Herzen und das sind unsere Werte. Und wenn ich mir die Tagesordnung angucke, worum es hier heute gehen soll bei dem europäischen Agrarministertreffen, dann ist ja nur festzustellen, dass das viel zu groß, zu kurz greift. Denn die ökonomische Belastbarkeit, die ist doch längst überschritten. Sowie auch die ökologische und die tierethische Belastbarkeit und Forderungen, die an uns gestellt werden, die sind doch längst überschritten. Und die Ursache dafür, das ist die gemeinsame europäische Agrarpolitik. Die sorgt dafür, dass exportiert wird, dass intensiviert wird, und das Ganze wird immer gedeckt unter dem Mäntelchen der Wettbewerbsfähigkeit. Die GAP versorgt Industrie und Handel mit günstigen Lebensmitteln. Sie sorgt dafür, dass dieser Effizienzdruck steigt. Und hinzu kommen jetzt Forderungen zum Tierwohl, zur Artenvielfalt, zum Klimaschutz, zum Gewässerschutz, zur Luftreinhaltung. Und es erweckt sich einfach der Eindruck, dass die Politik es sich einfach machen möchte und diese gesellschaftlichen Probleme individuell durch uns Landwirte lösen zu können. Und das ist einfach mal nicht möglich. Es braucht dafür einen Rahmen, dass das überhaupt gemacht werden kann. Und dazu gehören natürlich auch Einkommen der Landwirte, die zum einen die Existenz sichern und zum anderen auch Veränderungen überhaupt ermöglichen. Wie das mit dem Mitschnitt, dass wir der wird geöffnet werden? Ja, jetzt macht es gut. Ja, wir sehen den Link natürlich. Und wenn ich richtig informiert bin, dann geht es ja irgendwie um 55 Milliarden Euro in Europa, die wieder verteilt werden können an Subventionen. Und auch da braucht es eine Überwindung des alten Systems. Es bringt nichts, dieses viele Geld mit der Gießkanne über Europa zu verteilen. Vielmehr muss es zielgerichtet eingesetzt werden und die gesellschaftlichen Leistungen, die die Landwirte schon längst erbringen und erbracht haben und in Zukunft noch mehr erbringen sollen, müssen zielgerichtet entlohnt werden und zwar nicht nur als Verlustausgleich, sondern als gewinnbringender Wirtschaftszweig, denn unsere Produkte müssen sich am Markt bewähren und wir produzieren das, was von uns gefordert wird. Im Grunde genommen sorgt die jetzige Agrarmarktpolitik dafür, dass die tatsächlichen Kosten, die wir als Gesellschaft in Wirtschaft, in Landwirtschaft, in Industrie und Handel sowie auch als Verbraucher verdeckt werden, sie kommen gar nicht zum Vorschein. Und das seit Jahrzehnten. Ökologie und Soziales. Soziales in Form von Tierwohl sind zu einem Kostenfaktor mutiert. Dank der jetzigen Agrarmarktpolitik und damit auch die Werte von uns Bauern. Unsere ureigensten Werte sind in der ökonomischen Betrachtung von Politik, Industrie und Handel einfach nur ein lästiger Kostenfaktor. Und das gilt es zu ändern. Und wir können das erreichen, indem wir darüber sprechen, was wir fühlen bei unserer Arbeit.
Was fühlen wir dabei, wenn wir sehen, dass Bullenkälber von uns in Marokko elendig geschlachtet werden? Was fühlen wir dabei, wenn wir gar keinen Einfluss darauf haben, was mit unseren Tieren geschieht, aber dennoch dafür verantwortlich gemacht werden? Für uns sind diese Werte einfach wichtig und das müssen wir zum Ausdruck bringen. Und dann können wir das, was wir vor langem begonnen haben und den Weg, der hier heute beschritten wird, das Verbinden von Menschen, das Verbinden von Bauern über europäische Grenzen hinweg, über Verbände hinweg, können wir fortführen und uns auch mit der Gesellschaft verbinden. Denn im Grunde genommen sind unsere Werte das, was die Gesellschaft fordert. Und es braucht viel Aufklärung, dass es dafür Rahmenbedingungen von der Politik erfordert, dass wir unsere Werte leben können und dann gleichzeitig die Forderungen der Gesellschaft erfüllen, die dann auch bezahlt werden müssen. Und so steht das Milchboard und auch alle, die hier stehen, der BDM, der EMB, Landschaftsverbindung, die stehen hier für die notwendigen Veränderungen und für eine wahrhaftige Agrarwende, die dann zum Schluss eine enkeltaugliche Landwirtschaft ermöglichen. Denn vernachlässigen wir die Ökologie, die Bodenfruchtbarkeit, vernachlässigen wir das Soziale, das Tierwohl, dass wir überhaupt Zeit haben für unsere Familien, dann geht das auf Kosten der nächsten Generation. Und das können wir uns nicht leisten, denn diese Generation wendet sich mehr und mehr ab von unserem Beruf und gefährdet, dass die vielen, vielen landwirtschaftlichen Betriebe, die dafür sorgen, dass Bienen eine Heimat haben, nicht fortgeführt werden können. Und dazu können wir Landwirte einladen, zu dem Dialog und dafür, dass wir darüber sprechen, was unsere einzelnen Verantwortungen sind. Denn auch die Verbraucher haben eine Verantwortung für das, was sie tun, aber auch für das, was sie nicht tun. Menschen in der Stadt und im Land haben mit ihrem Konsumverhalten den Auftrag, die landwirtschaftlichen Strukturen zu erhalten. Und da ist hinzuzufügen, dass selbst wenn wir im Supermarkt die hochpreisigen Produkte kaufen, überhaupt nicht gesagt ist, dass der landwirtschaftliche Betrieb davon profitiert. Und das ist wieder systembedingt und da geht die Forderung ganz eindeutig an die Agrarpolitik, das zu ändern, dass auch die Landwirte von den höheren Preisen profitieren und nicht nur die Industrie und der Handel, Landwirte vor Konzerninteressen. Ja. Und ein Umdenken in der Versorgung ist sowieso sehr wichtig, wurde heute schon mehrfach gesagt, in Krisenzeiten die Versorgung zu gewährleisten. Das ist am ehesten möglich, wenn man eine nahe Versorgung hat. Das stärkt gleichzeitig die Region und wir kommen wieder zu einer bedarfsgerechten Produktion, die es braucht, um dann auch Preise verhandeln zu können und die Nutzflächen verbessern, die Bodenqualität und damit können wir dann auch den Green Deal leben, wenn denn die Politik dafür sorgt, dass es uns möglich ist. Vielen Dank.